Und damit herzlich willkommen zurück zu Train SimWorld 4. Heute mit einem etwas kürzeren Fahrt wieder im Fahrplanmodus, und zwar mit der 2U02 von Wright St. Jones nach Wright Pier Heat. Fahren Sie diesen Rangierdienst zum Wright Pier Kopfbahnhof. Eiseloff Weitklasse 483 fahren wir, 54 Tonnen haben wir, zwei Waggons, bzw. zwei Triebzüge werden das sein, und sind 35,5 Yard lang. Aber klar, ist dunkel. Jetzt darf ich erstmal suchen. Was war hier oben irgendwo? Gut, die Scheinwerfer haben wir schon mal. Führerstandslicht. So. Und da brauchen wir natürlich auch die Instrumentenbeleuchtung. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Das waren diese komischen alten U-Bahn-Dinger. Hier unten, da ist, glaube ich, der. Ja. Ist der Hauptschlüssel, muss rein. Und da müssen wir den auf einstellen. Dann brauchen wir den Richtungsschalter. Ich glaube, vorwärts 1. Ja, ich meine ja. Und, ja, relativ einfach. Warte mal, die Bremse, auf was steht die? EP Max, das ist richtig. Da müssen wir den Totmann einmal runterdrücken. Und dann kann es eigentlich auch schon. Bremse lö... warte mal. An einem Ort anhalten. Warum sehe ich den nicht auf meiner Karte? Warte mal. Ich bin hier. Hä? Wieso bin ich denn da drin? Warte mal, wo sitze ich? Kann das sein, dass die mich hier im falschen Teil des Führerstands platziert haben hier? Ich fliege hier nur einmal kurz raus. Ich glaube, nämlich das hier wirklich eigentlich. Ja, hier ist Schluss. Map-Ende. Ey, wie mies sind die denn? Was soll das? Ich sitze im falschen Führerstand. Also wieder aus. Warte mal, den müssen wir auch... Das haben die doch noch nie gemacht, dass sie einen in den falschen Führerstand gesetzt haben. Wieder abrüsten. So, warte mal. Machen wir erst hier komplett aus. Das ist ein bisschen mies eigentlich. Aus. So, Führerstandsbeleuchtung. Ach, das waren jetzt die 20 Knöpfe oben, ne? Zack. So, ich mache mir mal kurz ein bisschen Licht. Das haben die noch nie gemacht, sonst sitzt du immer im Fahrplanmodus im richtigen Führerstand, wenn du anfängst. Und jetzt voll im falschen. Wie doof ist das denn? Hab mich schon gewundert, dass ich das Ziel nicht auf der Karte gesehen habe. Ich wollte gerade sagen, warum sehe ich da nichts? So, erstmal wieder den Hauptschlüssel rein. Jetzt muss ich den Hebel finden. Da war er. Aber so eine Frickelei mit dem Pad. Und hier oben irgendwo Führerstandslicht. Gleich getroffen. Wunderbar. Dann Frontscheinwerfer natürlich an. Dann muss das muss noch an. 388 Yard. Hauptschlüssel. Auf vorwärts 1. Totmannsschaltung legen. Bremse lösen. Und los. Mal überlegt, weil wir jetzt einfach losgefallen sind. Ich war gewundert, warum man gar nicht zum Ziel kommt. Und man sieht da draußen natürlich auch wirklich echt viel, ne? Das muss ich schon sagen. Ist richtig schön ausgeleuchtet, die Strecke. Na komm, bleib stehen. Juhu. Achso, wir sind noch nicht da. Jetzt sollen wir zum Bahnsteig fahren. So, warte mal. Das heißt, die Bremse wieder... Ah, was habe ich... Nicht auf Notfall. Auf EP Max reicht völlig. Totmannschaltung wieder raus.
So, und jetzt machen wir es dann halt auch wirklich richtig. Ne, jetzt hier wieder abrüsten und dann da hinten wieder aufrüsten. Das könnte ein anderer Zug gewesen sein, der da gerade lang gefahren ist. Komisches Geräusch. Oh, wie ich diesen Schalter schon wieder nicht treffe hier, ne? Wo ist er denn? Wo ist der doofe Hebel? So. Ja, mit Maus und Tastatur wäre das Ganze einfach deutlich leichter zu steuern. Ist halt jetzt nur eine Zugvorbereitung, die Folge jetzt praktisch. Zack, Tür auf. Und wieder die Knöpfe suchen. So, dann auch hier wieder Totmannsschaltung. Richtungswender, vorwärts 1. Bremse lösen und Weichen stellen sich, ja, die stellen sich automatisch, okay. So, wir sollen am Bahnsteig 1 anhalten. Das tun wir dann doch jetzt auch mal. So, können schon mal anfangen runter zu bremsen. Wieder auf EP halten und Punktlandung. Türen entriegeln. Right, Esplanade, Bahnsteig 1. Ich vermute mal aber, dass ihr jetzt auch wollt, dass ich geradeaus fahre, ne? Das ist richtig, ja. Wollte gerade sagen, wieso hatte ich ihn jetzt Radschlupf? Da ist halt dunkel, viel zu sehen gibt's halt draußen nicht. Ist halt eher wirklich nur so eine kleine Bimmelbahn, das Ganze. So weit ist es auf jeden Fall nicht. Aufpassen, dass ich hier nicht zu schnell werde, weil es ziemlich stark bergab geht. Dass wir den schön unter Kontrolle behalten.
So, und da vorne ist auch schon unser Bahnhof. Und nochmal. So. Obwohl, da vorne wird es, glaube ich, langsam hell, ne? So einen leichten roten Schleier da hinten. Ist aber voll klein, der ganze Zug irgendwie, wenn man sich das mal anguckt. Er steht jetzt hier neben. Voll auch platt und niedrig, das Teil irgendwie. Doch, aber eben, warte mal, oder habe ich mich jetzt eben verguckt? Weil er 8 Minuten für die Szenario vorgegeben hatte. Wir sind ja schon bei fast 13 Minuten und es sind auch deutlich mehr Haltestellen als gesagt. Das ist doch keine Rangierfahrt mehr. Für ständig Leute mitnehmen. Das hat ja mit Rangieren schon nichts mehr zu tun. So, Bremse lösen, weiter. Oh, geht das hier übers Wasser? Wir fahren über eine Brücke, ne? Okay. Aber weit müssen wir auf jeden Fall nicht. So, hier können wir runterbremsen. Der ist der Bahnhof. Krass, der ist auch irgendwie noch voll über dem Wasser. Aber jetzt sind wir da, das ist der Kopfbahnhof. Was für ein komisches Ding hier. Ist das ein Anleger oder was soll das hier sein? Auf jeden Fall Kopfbahnhof für uns.